Ja, hallihallo, hallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play DayZ. Wir befinden uns hier gerade auf der wunderschönen Map Namalsk. Das Map-Design an sich gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe jetzt gerade schon mal ein bisschen reingeschnuppert. Ich befinde mich hier auf einem Private Hive-Server. Dementsprechend habe ich schon von Anfang an eine Karte. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht, damit ich mich mal so ein bisschen hier zurechtfinden kann überhaupt. So, wir gucken jetzt einfach mal. Wie wir sehen, ziemlich viele Markierungen sogar schon auf der Karte, beziehungsweise gerade waren es mehr. Jetzt ist es gerade nur noch eine. Okay. Da ist ein Airstrip. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber wir befinden uns ja momentan erstmal da. Das ist jetzt natürlich gerade ein bisschen unpraktisch. Ich würde sagen, ich laufe jetzt erstmal Richtung Osten. Zu diesem kleinen Städtchen hier. So. Und dann werde ich einfach mal schauen, was uns da so erwartet. Was ich auf jeden Fall hier zu diesem schönen, zu dieser schönen User-Made-Map sagen muss. Das Ganze ist natürlich wieder, wie die meisten anderen, sehr naturmäßig aufgebaut. Und das ist ein Armee-Zombie. Warum zum Teufel ist hier ein Armee-Zombie? Das kann nur bedeuten, dass hier ein Schützenstand in der Nähe ist. Oder ein Armeeplatz. Ich erzähle jetzt gleich, was ich hier erzählen wollte. Ich muss jetzt hier gerade mal gucken. Ist hier ein Schützenstand in der Nähe? Die Dinger sieht man ja immer so schlecht. Ich würde ja am liebsten den Zombie fragen, aber ich glaube, der ist da nicht so ganz angetan von, wenn ich das machen würde. So, jetzt gucken wir einfach mal. Armee-Zombie mitten im Nirgendwo bedeutet eigentlich immer Schützenstand. Oder hier ist ein anderer Spieler, der den bis hier hingezogen hat. Das kann natürlich auch sein. Aber es sind zwei. Irgendwo hier vielleicht? Ich sehe jetzt gerade nichts. Aber das muss einfach irgendwas bedeuten. Das passiert ja nicht alle Tage. Ich komme wieder, keine Frage. Nein, Scherz. Ja, ich komme dann einfach mal jetzt nochmal, während ich hier weitersuche, drauf zurück, was ich sagen wollte. Also, diese Musik, diese Hintergrundmusik. Das Ganze ist hier in den Bergen, dementsprechend alles sehr windig. Das hört man auch sehr schön animiert. Und was das Krasse dabei ist, man hört auch die ganzen Tiere, die sich hier halt fortbewegen sollen, in Anführungsstrichen. Wir wissen, hier gibt's nicht viele Tiere. Und man hört aber zwischendurch auch eine Frau schreien. Und das macht einfach ein immenses Feeling. Also das ist schon ziemlich krass, wenn man sich das so anhört, besonders wenn man alleine spielt. Ich habe ja gerade erstmal ein bisschen alleine gespielt, ohne Kommentieren, ohne alles. Und dann nimmt man ja den ganzen Ton noch viel mehr wahr, als man das sowieso jetzt schon tut. Das ist wirklich schon fast schrecklich, kann man sagen. Schrecklich gut gemacht, aber auch. Wo kommen die Zombies her? Jetzt mal ehrlich. Ich will das jetzt wissen. Ich will jetzt wissen, wo hier ein Armee stand. Ah! Wow. Hätte es schon fast anders laufen können. Ja, den habe ich jetzt gerade mal gezogen, den Zombie. Ist aber erstmal nicht allzu tragisch. Also ich sehe hier gerade mal wirklich gar nichts. Ja, bevor ich mich jetzt noch mehr reinreite, gehe ich jetzt einfach Richtung Osten. So, ich muss jetzt ein bisschen schräg laufen, damit mich der Zombie hier nicht einholt. Warum auch immer das jetzt hier gerade so ist. Ich meine, der Schützenstand kann theoretisch sehr, sehr weit weg sogar sein von uns. Allein aus dem Grund, weil die Zombies sehr weit weg davon auch laufen. Also die haben nicht wirklich eine Nahrange, sag ich mal, eine so sagen wir die Waypoints. Die liegen einfach immens weit entfernt manchmal von den Dingern. Also von den Schützenständen. Die könnten theoretisch sogar noch hier sein, die Schützenstände. Wobei das hier auch ein bisschen mehr Sinn ergeben würde. Guck mal, ein Schweinchen. Schwein. Okay, laufe ich jetzt gerade... Upsala, da wollte ich gar nicht hin. So, ich laufe Richtung Osten, das ist gut. Schnee habe ich auch noch nicht wirklich gesehen bei DayZ. Sieht aber nicht schlecht aus. Hat ein bisschen was Weihnachtliches, ne? Dann machen wir jetzt ein bisschen hier so ein Weihnachts-Special raus, ein Special, ne?
Mann, ich verspreche mich in letzter Zeit einfach immens oft, aber egal. Hauptsache gute Laune, ne, ist das Wichtigste. Und bei Dayzat hat man eigentlich... Ja, okay, das ist ein schlechtes Beispiel. Bei Dayzat hat man, glaube ich, meistens nicht gute Laune, weil man einfach zu 95% von anderen Spielern getötet wird. Der Witz bei dem Spiel ist ja... Oh, da sehen wir es schon mal, wo wir hinwollen. Also der Witz dabei ist ja ganz einfach, es ist ein Zombie-Apokalypsen-Spiel. Und wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, man stirbt zu 95% wirklich durch andere Spieler. Jetzt mal grob überschlagen. Und dass man irgendwie stirbt, weil man durch Zombies oder so verfolgt wird oder sowas, das passiert einfach immens selten. Also mir zumindest. Ich weiß ja nicht, was ich falsch mache, ne? Kann ja sein, dass es bei euch anders ist, aber man stirbt, finde ich, nie von Zombies, sondern dann irgendwie die anderen 5% sind dann irgendwie, dass man irgendwie von einem Berg fällt oder so. Ist mir übrigens letztens auch passiert, ey, da habe ich mir schon fast in den Arsch gebissen, das ist unglaublich. Da habe ich, bei Gap Golova, das kennt ihr vielleicht, das ist auf der Map Chernerus zwischen Cherno und Elektro. Da habe ich gesnipert, auf einmal fange ich an zu rutschen und rutschen, bin auf dem Felsen gelandet, ne? Und habe mir die Beine gebrochen und bin dann, weil ich auf dem Felsen lag, bin ich dann gestorben. Ich habe mir gedacht, ey, hoffentlich, weil ich bin direkt, ich hatte Glück, ich bin direkt wieder in der Nähe davon gespawnt. Ich hatte eine AS-50, Leute, und da, die will man natürlich nicht so schnell verlieren, ne? Ja, auf jeden Fall habe ich mich dann beeilt und habe meinen Körper gesucht, der ist dann noch circa einen halben Kilometer weiter gerutscht. Er lag dann schon fast wieder auf der Straße. Ja, aber ich hatte auf jeden Fall Glück, dass der nicht irgendwie durch den Boden gefallen ist. Oh mein Gott, die Stelle kenne ich aus einem Video, glaube ich. Hier muss ich wirklich vorsichtig sein. Das ist ja echt Sniper's Heaven hier, Leute. Ach, Zombies. Ich hoffe einfach, dass ich jetzt nicht direkt wieder umgenagelt werde. Ja, ja, man merkt auch wieder, dass die Frames einstürzen. Tut mir leid, ich hoffe einfach, dass man das nicht im Let's Play sieht. Aber ihr kennt das, Dayzat, der Mod ist nun mal so, dass man halt sehr viele Probleme mit den Frames hat. So, ich habe da jetzt gerade noch ein Türmchen gesehen. Da. Da gehe ich als erstes drauf, um mir einen kleinen Überblick zu verschaffen. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwo ein Spieler liegt. Ich meine, unter jedem Baum könnte hier ein Spieler liegen. Das ist ja anscheinend hier ein Hotspot schon fast. Was ich auf jeden Fall weiß, es sind 3 Fahrzeuge momentan unterwegs. Ich habe nämlich während meiner kurzen Zeit, die ich gerade gelebt habe, habe ich sage und schreibe schon 3 Fahrzeuge gesehen. 2 davon fahren in der Gruppe und 1 fährt alleine. Aber wenn ich ehrlich bin, ich erhoffe mir sowieso nicht allzu viel davon, dass ich jetzt irgendwie ein Fahrzeug finde. Außerdem muss ich wirklich sagen, ich hatte letztens ein... oh, Heilige. Zombies. Also ich hatte letztens einen Ural, diesen großen Geländewagen, den habe ich gefunden, mitten auf dem Armeeplatz. Fragt mich nicht, wie der da hingekommen ist. Auf jeden Fall habe ich den dann genommen und habe dann irgendwann einen anderen Spieler getroffen, der sogar freundlich war. Naja, ich meine, ich hatte auch ein Fahrzeug, dementsprechend war er wahrscheinlich auch deswegen freundlich. So, wie komme ich denn jetzt hier hoch? Und dann habe ich dem das Fahrzeug überlassen, weil wenn ich alleine spiele, dann spiele ich wirklich, also wenn ich wirklich alleine spiele, wenn ich nicht, also auch nicht, wenn ich Let's Plays mache oder so, das ist jetzt nicht gemeint, sondern wenn ich wirklich ganz alleine spiele, dann, M9 Magazine, hier liegt da schon Loot rum. Ich gehe jetzt mal schnell hier hoch, komm, hoch, hoch. Zack. Auf jeden Fall, wenn ich ganz alleine spiele, dann lasse ich Fahrzeuge eigentlich öfters auch mal stehen. Es ist ja nicht so, dass Fahrzeuge... Ja, natürlich sind die selten. Das wissen wir. Das will ich jetzt auch irgendwie gar nicht... Darf ich gar nicht näher drauf eingehen. Wir wissen, wie unrealistisch selten hier Fahrzeuge sind. Und jetzt laufen wir schön langsam und elegant. Naja, aber... das ist irgendwie so ein Klotz am Bein, so ein Fahrzeug. Erstmal, jeder Spieler tötet euch eigentlich in der Regel. Und hier ist nichts drauf, okay. Aber ich wollte hier trotzdem meinen... Doch, da liegt eine Waffe. Ja toll, das habe ich ja fast gar nicht gesehen. Ohne Munition. So, die M16A2, die stecke ich mir doch direkt mal ein. Und wie war das nochmal? Rechtes Steuerung R und die Waffe wird abgelegt. Ich will jetzt nicht unbedingt direkt einen hier auf...
Aggro machen, ne? Ich habe nämlich nichts, womit ich mich verteidigen kann. Ich habe zwar die Waffe, aber ich meine, ich kann nicht mal mit der Waffe um mich prügeln. Dementsprechend sollte ich echt mal ein bisschen vorsichtig sein. Und zur Not bleibt mir natürlich noch der hier. Ne? Den kennen wir natürlich alle. Den kleinen Gruß. Es gibt auch übrigens, den kann ich mal kurz zeigen, es gibt einen Tanz, womit man zeigen kann, dass man freundlich ist. Der soll angeblich international bekannt sein. Man hockt sich so hin und macht dann, drückt dann auf Q und E. Also dementsprechend wackelt man dann einfach die ganze Zeit mit dem Kopf so. Und das soll angeblich der internationale Tanz zum, und damit sagt man einfach, dass man freundlich ist. Ob's hilft, keine Ahnung. Ich werde immer direkt beschossen. Anscheinend mögen die meinen Namen auch nicht allzu sehr. Sind sie nicht allzu angetan von. So, ich werde jetzt trotzdem mal die M9-Magazine mitnehmen. Weil da war noch ein AKM-Magazin, nehme ich jetzt einfach mal mit. Bringt mir nichts momentan, aber vielleicht finde ich ja gerade gleich noch eine AKM. Was ist das für eine Musik? Das hört sich an wie eine ganz schlechte Intro-Musik. Mein Gott. Mann, Mann, Mann. Nicht, dass das hier gleich so eine Videospielmythen-Folge daraus wird. Kennt ihr vielleicht? Da gibt's ja einige YouTuber, die so Videospielmythen machen. Ist schon ziemlich schräg manchmal, die ganze Kram. Ich hab keine Munition, Leute. Was ist das für eine Musik, verdammte Scheiße? Das macht mir Schiss, Mann. Krieg ich ja gleich ein Zappeln, ey. Boah. Oh my goodness, das ist ja fast schon unglaublich jetzt. Warum denn so eine Musik? Die hat in so einem Zombie-Spiel doch nichts zu tun. Jetzt hat die ruckartig aufgehört, Leute. Denn man kann mir nicht noch mehr Angst machen als das jetzt. Ach du Heilige, wo sind wir denn hier? Mitten in so einer Burg. Oh, animiert wie bei Simpsons. Da war eine Leiter. Gehe ich da jetzt hoch? Ja, ich gehe da mal hoch. Was mir jetzt auch schon aufgefallen ist, ist hier jetzt schon wieder ein Motor. Hier gibt's immens viele Motoren auf der Map, ey. Das ist schon echt unglaublich. Aber hier könnte man sich ja mega geil so verbarrikadieren, ne? Das käme natürlich mega geil, wenn man jetzt so eine große Gruppe hat. Ist da einfach so ein bisschen drin verbarrikadieren, ne? Ist von wegen lecker Boss und so, mit den ganzen Karren da drin. Die parkst du dann ganz auf locker. Und dann überall Stacheldraht und so.